Hallo alle zusammen. Heute machen wir Creme Brûlée mit Waffel. Dafür werden wir Schlagsahne verwenden. Das hat 33% Fett. Wir werden 600 ml Schlagsahne verwenden. Und hier habe ich einmal Milchmädchen, also Kondensmilch, schon vorgekocht. Hier verwenden wir die ganze Dose. Das sind ungefähr 400 Gramm gekochte Milchmädchen. So, sieht das aus. So, jetzt sind wir leicht drüber. Ja, ungefähr 600 Gramm Schlagsahne. Und das Ganze mischen wir 3-4 Minuten lang. So, jetzt wird die Kondensmilch hinzugefügt, ja, 400 Gramm insgesamt. Das sollte auch gekühlt sein, also sollte jetzt nicht warm sein. So fest muss die Konsistenz sein. Lecker. So, zum nächsten Schritt. Und zwar brauchen wir hier eine Form. Ja, hier am Rand habe ich hier Backpapier zurechtgeschnitten, damit es hier seitlich nicht klebt. Und da kommen solche runden Waffeln. So, jetzt kommt die Cremefüllung hier in die Form rein. Und da kommt oben drüber die zweite Waffel. Für 4-5 Stunden kommt die Masse jetzt in die Tiefkühltruhe. Magst du auch probieren? Ja. Komm. Siehst du? Lecker.